Jens Lauterberg hat in seinem Vortrag aus dem Jahr 2012 davon gesprochen, wenn wir von der Seele sprechen, dass wir von bestimmten Seelenräumen und Besiedelungen der Seele sprechen können. Es gibt ein schönes Zitat von Heimito von Todera: Die Kindheit ist wie ein Kübel, der über einem ausgeleert wird und der rinnt das restliche Leben lang an einem herunter. Also Sloterdijk versucht, drei Formen der Seelenbesiedelung zu differenzieren. Das erste nennt er eine Mikrototalität. Er spricht davon, dass die Seele in einem Kollektiv aufgehoben ist, ob sie jetzt eine Horde, ob sie es ein Tribe, ob sie es die Familie, die Kernfamilie oder wie auch immer der Zusammenhang sich darstellt. Das heißt, es ist die familiäre Struktur und in diesem Kollektiv fühlt sich die Seele aufgehoben. Sie ist eins mit den anderen und nimmt das, was dieses Kollektiv betrifft, in sich auf. Sollte es vorkommen, dass jemand, eine oder ein Einzelner aus diesem Kollektiv herausfällt, herausbricht, dann ist es die Aufgabe des Schamanen oder der Schamanin, den Einzelnen wieder in diesen Verband, in dieses Kollektiv zurückzuholen. Und dann spricht er von einem Begriff, den er von Jaspers übernommen hat. Das ist die sogenannte Achsenzeit. Vor ca. 2500 Jahren gab es weltweit gesehen interessante parallele Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen, nämlich dass die Seelen sozusagen in einem größeren Gesamtzusammenhang aufgesplittet wurden, ob es jetzt im Platonismus wäre, spricht von der Einheit dieser Überinstanz und der Einzelseele, dort ist es schon ein bisschen angeklungen. Es gibt eine höhere Instanz, auf die ganz, ganz wesentlich diese einzelne Seele bezogen ist. Und daraus entsteht eine Gespaltenheit. Das heißt, wir haben das Problem, wie verhält sich die einzelne Seele zu diesem größeren Ganzen? Freud, über ich, ich und es. Klassische Triade, diese drei Elemente tauchen in viel dieser Systeme auf. Und damit verbunden spricht er auch davon, dass diese Seele in individuell sehr oft auch in hierarchische Systeme eingegliedert wurde. Ob es jetzt politischer oder religiöser Natur sind, das heißt, der Einzelne oder die Einzelne ist bezogen auf diese Überinstanz und steht in einem Verhältnis dazu. Ob es Belohnungs- oder Bestrafungssysteme gibt, im Diesseits oder im Jenseits, ob die Seele danach streben soll, sich in einem Nichts, in einem Nirvana, in einem Prozess aufzulösen, ob die Seele Stimmungen annimmt, wie es in extremen Formen, sei es jetzt im Nationalismus oder in Kriegstreiberei oder Propaganda, das macht etwas bei uns. Das heißt, die politischen Systeme instrumentalisieren das Selbstgefühl der eingebundenen Seelen. Und das ist eine Entwicklung, Fritz Sloterdijk, die sehr lange angehalten hat, die geht bis Beginn der Aufklärung, ins 18. Jahrhundert hinein. Und dort haben wir eine neue Bewegung. Das heißt, heute würde man sagen, die Dekonstruktion dieser Überbausysteme. Also dieses Kollektivs, sei es jetzt auch die religiösen Instanzen, die kritisiert und sozusagen von dem Podest gestoßen wurden. Was bleibt dann? Worauf bezieht sich die Seele? Es kommt augenscheinlich zu einem Rückfall ins Automatische, sagt Sloterdijk. Das heißt, das Psychische wird reduziert, die psychischen Faktoren treten zurück und es wird sehr stark in Metaphern argumentiert, dass die Seele etwas sei, das so ähnlich ist wie eine Uhr, eine Dampfmaschine, ein Computer, Taschenrechner. Heute spricht man von
neuronalen Netzen. Heute spricht man von Seele, sozusagen das Bewusstsein, so ähnlich wie das Internet. Versuche, das zu fassen, wenn das, was das Psychische gewesen ist, wenn die Seele in ein größeres Ganzes eingebunden war, wenn das wegbricht. Der Platz bleibt ja nicht leer, der wird ja neu besetzt, dann kommt ja dann was anderes dazu. Dass die Seele oder das, was Bewusstsein sein kann, dazu angehalten wird, den Selbstkonsum zu perfektionieren, die Erlebnismöglichkeit zu steigern, indem wir mit möglichst vielen äußeren Angeboten in Wechselwirkung treten. Also drei große Zyklen, die er beschreibt, das noch einmal zusammenzufassen. Das erste ist dieses unmittelbare Eingebundensein der Seele in ein familiäres Tribe, eine Horde oder wie auch immer, wo man nicht herausfahren kann als Einzelner, sondern sozusagen im schamanistischen Ritual wieder zurückgeführt wird. Das zweite ist, sind die ganz großen Systeme, mit denen wir aufwachsen, ob das jetzt Christentum, also die monotheistischen Religionen, aber auch der Buddhismus. Und wenn das dekonstruiert wird, bleibt mehr oder weniger ein Rückfall und der Versuch, das über technische Errungenschaften, über Metaphern abzubilden, weil es an den Begrifflichkeiten hapert. Und wieso es an den Begrifflichkeiten hapert, werden wir am nächsten Teil sehen, weil sich darin nämlich ein Ansatz versteckt und seit mehreren Jahrhunderten durchzieht, der in seiner extremen Position von René Descartes